Morgen, Freunde der Sonne. Heute ist der Tag, an dem wir das Hotel verlassen müssen. Und das schon in 30 Minuten. Aber siehe da, es sieht noch so hier gerade aus. Dieser View ist Geschichte. Und wir haben original 30 Minuten Zeit, um zu packen. Das Frühstück können wir leider heute nicht mehr in Anspruch nehmen, denn das war bis 10.30 Uhr. Und 10.30 Uhr haben wir genau jetzt. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Baby ist noch am Schneiden. Chadi, Chadi, schnell aufräumen und zap, zap, raus hier. Wir haben es geschafft. Es ist... Warte, ich guck mal ganz kurz. 11.06 Uhr. Also das heißt, wir mussten vor 6 Minuten auschecken. Aber ich denke, wegen 6 Minuten machen sie keinen Tamtam. Ich mach das mal. Yeah. Komplett zerstört, liebe Freunde. Wir sitzen gerade im Uber zu unserer nächsten Destination. Wir haben ausgecheckt, haben es geschafft. Schwere Geburt. Tatsächlich. Also was wir wirklich unter sehr erschwerten Umständen geschafft haben, ist das Video vorbereitend hochzuladen zu schedulen, weil das Internet 12-mal ausgefallen ist, dann Renderfehler nochmal. Wir haben auf jeden Fall gut 3 Stunden nochmal in der Lobby verbracht, aber die ja sehr schön war. Also kann man sich nicht beklagen. Schöne vielleicht Lobby. Vielleicht was nicht so schön war, war, dass wir kein Frühstück hatten und dementsprechend, wer hat das von euch auch? Wenn man hungrig ist, wird man so dezent aggressiv. Das bin nämlich ich. Angenehm. Jetzt sind wir endlich im Uber und fahren zur nächsten Destination. Und zwar zum Bondi Beach. Der Bondi oder Bondi Beach wurde von sehr vielen Leuten vorgeschlagen, weil das super schön sein soll. Wir sind gespannt. Wir haben jetzt so eine kleinere Unterkunft. Ja, auch so ganz entspannt. Ganz günstig. Aber die Lage des Hotels direkt am Beach soll so ein bisschen vergleichbar sein mit Venice Beach Shots. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist dieser Pool, der so gelagert ist, dass Salzwasserwellen aus dem eigentlichen Meer sich mit dem Süßwasser oder Chlorwasser vermischen. Alle anderen waren ja schon irgendwie ein bisschen unterwegs in Sydney, nur wir haben es nicht geschafft, wir pfeifen. Die ganze Zeit editiert, ja, ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist, was wir hier machen. Aber natürlich für euch, liebe Freunde, müssen wir natürlich jedes Video mit 100%iger Perfektion durcharbeiten. Genau. Wieso? Eigentlich sollte es ein Doppelbett sein, aber... Ist es doch. Doppeldeckerbett. Ja, mega stark. Ja, lustig, was brauchen wir mehr? Ihr hättet gerade mal sehen sollen, wie ich diese 60, 480 Kilo Koffer hier hochgetragen habe bis in den 12. Stock. Oh, komplett unter Lederjäki, Alter, ich kann nicht mehr. Wollen wir mal ein bisschen Kontrastprogramm reinbringen in unsere Reise. Wir haben uns gedacht, neben dem 5-Sterne-Hotel, in dem wir jetzt drin waren, was sich ja eigentlich an sich keine Sau leisten kann, ja? Wollen wir jetzt mal was Erschwingliches zeigen, und zwar sind wir jetzt in dem Noah's Backpackers Hotel am Bondi Beach. Das verlinken wir euch einmal unten im Video. Aber ich muss sagen, erster Eindruck, Leute hier, auch der Typ an der Rezeption, viel netter als das Personal in dem Luxushotel. Ich versuche die ganze aus meinem Ärmel rauszukommen. Sorry. Ich mag das einfach, wenn die Leute so gechillt drauf sind. Das ist eher so meine Welt, danke, anstatt so... Alter, was danke ist das denn hier? Ja, komplett zugeschweizt. Anstatt so auf Etepetete. Bonjour, bonjour, monsieur, madame. Sagen bonjour, aber können kein Wort Französisch, ne? Außer da. Aber auch richtig cool, wir kommen gerade unten an der Theke an. Der sagt erstmal so, ja, hier ist Rauchen von verschiedensten Dingen nicht erlaubt. So, angekommen, würde ich sagen, kurz mal unser Gepäck hier hinstellen. Was immer noch draußen steht, wahrscheinlich schon dreimal geklaut. Und danach mal ein bisschen die Lage abchecken. Oh,
Freunde, wir sind wieder zurück in the booty und sie sieht schon wieder aus wie bei Hempels in Sydney. Hallo, wir haben schon ein bisschen eingerichtet. Ich fühle mich schon wohl. Du fühlst dich schon heimisch, ne? Ja. Dann können wir länger bleiben. Es war ein wundervoller Tag, wundervoller erster Tag. Wir haben ja noch einige Tage nach. Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Jetzt kommt die Frage aller Fragen auf uns zu, denn wir besitzen ein Döbelbett. Und wer schläft wo? Also ich schlaf unten. Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ich schlafe nämlich auch unten. Weil jeder weiß, das, was an Gasen rauskommt, steigt nach oben und endet dann auch oben. Deswegen muss man immer unten schlafen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich mochte ja früher gerne oben schlafen, aber ich habe ein bisschen Panik runterzufallen. Das ist mir doch schon ein bisschen hoch vor allem. Dieses Bett kommt mir nicht so stabil vor. Ah, doch, das ist nein, guck bitte. Gute Jugendherberge-Qualität. Wie das wackelt, wenn man schon hochgeht. Ich will nicht schlafen. Alter. Steckst du noch deine Finger rein? We don't want to talk about that. Guck mal bitte, wie das wackelt. Ich schlafe auf jeden Fall unten. Oder ich habe die Idee, wir spielen einfach drum. Schenkst du schon? Nein, lass einfach eine Münze werfen. Eine australische, haben wir ganz viele. Erstmal ein Bein stellen, ne? Das Geld ist sowieso mega lustig. Das sind 2 Dollar. Guck mal, wie klein. Das sind 50 Cent. So ein Riesending. Hier haben wir einmal ein Känguru und ein Emu. Auf der anderen Seite haben wir Queen Elizabeth. Ich nehme das Känguru. Das heißt, was nimmst du? Ach, Queen Elizabeth! Also der Gewinner schlägt unten. Hast du das hier? Musst du schön in Slow-Mo aufnehmen, Baby. 50 Frames, okay. Mehr kann ich nicht bieten. Gib mir 100. Ja. Oh, wo ist sie? Ah ja, das war doch gefaked. Das war jetzt ja wie im ist Schnitt. Ja nicht so. Ist hier raus aus dem Bild und du kannst ja Hallo. Dreimal editiert haben. Ja. Spaß. 1, 2, 3. Was ist das? Du hast gewonnen! Heißt? Nein! Yeah. Nochmal! Ja, was ist das denn für ein Spiel? Die erste Nacht kann ich ja umschlafen. Dann kann ja die Community entscheiden. Mit dem Hashtag Sabibo unten oder Cheng oben. Hä, was? Das ist ja beides mein, positiv für dich. So, du nee. Pfeife, machen hier Vote for Cheng oder Vote for Sabibo. Ja. Also klar, liebe Freunde, die nächsten Tage über werden noch richtig interessant. Also abonniert und beglückt gerne diesen Kanal, damit ihr auch schön am Start bleibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich den Daumen nicht vergessen und teilen das Video. Liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Stay wie immer positive. Adios, muchachos. Okay.